Einen wunderschönen Freitag gewünscht. Der letzte im Jahr 2022. Oh. Es ist auch der vorletzte Tag des Jahres 2022. Mensch, die Zeit vergeht. Was habt ihr euch dieses Jahr verwirklicht an Zielen? Und erstmal auch ein herzliches Willkommen auf die Rade. Auf der Gemeinderade. Oh. Ja, das ist eine gute Frage. Was habt ihr euch für Ziele gesetzt gehabt zum Jahreswechsel 2022, 21, 22? Und was ist davon in Erfüllung gegangen? Ihr müsst jetzt nicht schreiben, was, sondern ob Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Das wäre mal interessant zu wissen. Ob so die Vorsätze, die man sich da dann doch macht, in Erfüllung gehen oder nicht. Wenn ihr natürlich das dazu schreiben wollt und kein Problem damit habt, dann können wir das gerne, könnt ihr das gerne auch gerne machen. Aber ihr müsst nicht. Mein Ziel war, wieder vernünftige Arbeit zu finden. Meine, ja, LKW-Fahrer ist ein ehrlicher Vaterberuf. Aber man ist halt Ewigkeiten weg. Oh, das Ziel habe ich mir tatsächlich aber auch erreicht. Ich bin jetzt kein LKW-Fahrer mehr. Ich bin jetzt in der Braunkohle beschäftigt. Oh, uff. Aus finanzieller Sicht wird es auch langsam besser. Also eine totale Win-Win-Situation. Aktuell bei mir. Oh, ich habe auch dieses Jahr, denke ich mal, ganz gut ge. Ganz gut was auch schon gemacht, ja so. Also, also der YouTube-Kanal existiert ja seit 2011 oder 12, korrigiert mich, steht ja da, ich glaube 11 oder 12 Jahre, ja, seit 2011 oder 12, so rum. Also, aber, dass hier mal Content drauf kommt, das ist halt, ja, noch neu. Habe ich auch erst dieses Jahr angefangen. Und deswegen danke ich euch, dass ihr so zahlreich teilweise doch zuschaut. Das freut mich jeden Tag aufs Neue. Ich bin auch jeden Tag, guck ich rein und gucke, ob ihr was geschrieben habt. Oder ob ihr Vorschläge habt und wie viel zugucken. Bin ich ganz erpicht drauf. Ich habe mit Twitch angefangen dieses Jahr, was auch super läuft. Also glücklicher kann man nicht sein, was das betrifft. Ich will ja hiermit kein Geld verdienen. Ich will ja, ich mache das ja, weil es mir Spaß macht. Ich meine, klar, ich hab bei Twitch ein Affiliate mit dabei, mit drinne. Nur wenn da mal aus der Werbung Geld fließt, dann wird das aber beiseite gelegt und dann für den Rechner benutzt. Weil der muss ja aufgewertet werden und das ist der. Das ist
mehr steckt hier nicht dahinter, deswegen habe ich das nur gemacht, um meinen Rechner aufzuhübschen. Nach und nach. Oh. Gibt keinen anderen Grund, warum ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, hätte es noch gereicht? Ich glaube nicht. Es ist natürlich jetzt hier echt nicht viel, was wir jetzt hier zu tun haben. Also, wir haben gut zu tun, sagen wir mal so. Den Düngestreuer brauche ich gar nicht abbauen. Wir werden jetzt nur noch ein bisschen die BGA füttern. Und dann ist dieser Tag auch vorbei. Dann können wir eigentlich vorspulen. Und dann könnten wir am nächsten Tag, ich rede jetzt so von, also das ist ja dann der nächste Monat, vom Mai, da könnte man dann theoretischerweise schon wieder na klar. Ja, klar. So. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen die BGA fertig. Also fertig. So ein bisschen voll. Dass wir über die Nacht auf alle Fälle durchkommen bis früh um 6 und 7. Ich werde sie jetzt manchmal befüllen, ohne dass ihr das dann auch mitkriegt, ne? Also ich muss ja nicht jedes Mal zeigen, wie ich, wenn ich vorspule und einen Tag weitermache, wie ich die befülle. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ich kann halt aktuell nur mit der Ship, mit der kleinen Schaufel hier arbeiten. Aber egal. Und wenn wir jedenfalls dann in den nächsten Aufnahmesession reingehen. Weil morgen kommt ja eine XXL-Folge wieder. Silvester-Spezial. Es ist aber nur eine Folge diesmal, nicht wie zu Weihnachten. 3, 2, 1. Und jetzt nicht 2, 1, sondern es bleibt bei 1, 1, also jeden Tag ein Video. Dabei bleibt's. Also, es kommt dann am Samstag ein 30-Minuten-Video, es kommt am 1.1. ein 30-minütiges Video und es kommt am 2.1. auch ein 30-minütiges Video, was dann mein Geburtstag spezial ist. No. So.
Weil ich merke jetzt schon, das zieht sich. Das Befüllen hier, das muss man ehrlich gestehen. Das zieht sich ja echt bis. Aber ja, ne, was erwartet man von 1000 Liter die Schaufel? Das ist halt nicht viel, ne? Tausend sind halt nicht viel. So. Oh. Ich denke mal, das dürfte aber bis morgen reichen. Mir spult schon mal vor. Oh, jetzt regnet es erstmal. Und jetzt ist wieder herrlichster Sonnenschein. Das ist doch schön. Oh. Ja, ist fast leer. Klasse. Ja, 9000, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber ich wollte ja sowieso was gucken. Erstmal hier rein. Zack. Wie sieht's denn hier aus? Zack. No, ist gut. So sieht's doch schön aus. So will ich das haben. So, wir lassen jetzt erstmal die BGA noch BGA sein. Das werde ich mich dann mal kümmern drum, wenn's. Wenn's. Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Oft bin. Werde ich mich mal um die BGA kümmern. Oh. Bringen wir mal den beiden. Wollen wir noch eben mal voll die Bude, dann können wir noch eben mal nachlegen und dann ist erstmal auch
mit der Einnahmequelle vorbei. Weil hier können wir ja kein Gras reinpacken oder Silage. Hier ist ja nur Stroh und Hexegut. Stroh und Hexegut haben wir nicht. Mehr dann. Also Hexegut haben wir gar nicht. Stroh haben wir noch zwei Ballen, aber davon geht es auch noch einer flöten. Oh. Das war wohl ein bisschen zeitig eingelenkt. Oh. Oh, den beiden wollte ich jetzt noch reinbringen in der Zeit hier, deswegen, aber ich kann schon die Abmoderation machen, genau. So, hier, somit danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr lasst noch ein Abo da, falls ihr nicht vorhanden, und ein Däumchen nach oben. Das würde mich auch sehr freuen. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, wäre auch schön. In dem Sinne, tschüss.